So, hallo, da sind wir wieder, Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Wir befinden uns im Tresorraum der Innsmouth Bank. Sieht allerdings nicht besonders sicher aus. Wir sind letztes Mal wieder mal vor Innsmouth-Bürgern geflüchtet. Etwas, das seltsamerweise nie langweilig wird, obwohl es jetzt schon ziemlich lang so geht. Außerdem sind wir, glaube ich, noch immer auf dem Weg zum Gefängnis, wo wir ja mit Brian Burnham reden, der ja der Grund ist, warum wir überhaupt in Innsmouth sind. So, und da sich diese Tür nicht öffnen lässt, werden wir einfach mal die Stiegen raufgehen. Wir haben ja da letztes Mal auch schon einen Sneak Peek genommen. Da ist dieses Loch. Und wir werden da einfach mal drüber springen, denke ich. Ja, sehr gut. So, ich denke mal, ich sollte in diese Flächen nicht reinlaufen. Das sieht so aus, als ob ich mich verbrennen könnte. Und ja, da unten ist der Hauptraum. Da sind wir reingekommen. Über diese Planke dann da irgendwie die Treppen rauf jetzt gerade. Wir werden gesucht, ganz offensichtlich. Und hier sind so Planken. Es sieht so ein bisschen nach Plattformen aus. Oh! Some of the planks look weak. I better watch my step. Okay, das werden wir dann wohl lassen. Außerdem geht's da drüben ja gar nichts hin, sehe ich gerade. Ich werde wohl eher auf diese Plattform da springen, obwohl die auch nicht unbedingt sicher aussieht. So, allerdings, wenn ich nach unten sehe, dann wird Jack schwindelig. Und dann fängt er auch so leicht an zu wanken. Wow! Mann, oh Mann. Puh. Okay, das ist nochmal gut gegangen. Wir werden auch gleich darüber springen. So. Wo geht's denn jetzt weiter? Hier ist nichts. Die haben mich da noch nicht bemerkt, obwohl ihnen gerade ein Brett direkt vor die Füße gefallen ist. Schauen wir mal, was hier ist. Wow, da ist alles verbrannt. Ja, hier ist auch nicht wirklich. Da oben ist eine Tür. Soll ich da drüber? Schon. Oh, ey. Was ist jetzt? Ach so. Puh, ich habe jetzt geglaubt, ich fall runter. Nee, komm jetzt, spring da rauf, Mann. Geht doch. So. Werden wir mal versuchen, da... Ja, das geht. Alles klar. Es ist ja gemein, weil nämlich... ich muss ein bisschen nach unten sehen, um da drüber zu laufen, damit ich sehe, wo ich hingehe, natürlich. Wenn ich aber nach unten sehe, fängt er an zu wanken. Und die Sicht verschwimmt. Und ich sehe dann erst recht wieder nicht, wo ich hingehe. Wow. Oh, jetzt haben sie mich, glaube ich, gesehen. Wir werden uns da mal ein bisschen beeilen, wenn ich nur sehen würde, wo ich hingehe. Ah ja, okay. Huh, so, alles gut, beruhig dich wieder. Das wäre mal geschafft. Was haben wir hier noch? Da ist mal nichts. Ich muss da drüber, oder was? Also, ich bin mir nicht sicher, ob das hinhaut. Au! Naja, wir müssen es wohl versuchen. So, 1, 2, 3. Naja, das geht sich ja locker aus, bitteschön. Gut, hier ist auch nichts, deswegen wird es die Tür werden. Mal schauen. Na, das sind ja rosige Aussichten. Da ist ein Wasserturm, der auch irgendwie wichtig sein dürfte, weil das in dieser Sequenz gerade so von unten... Oh, Wasserturm. Da sind auch Bretter. Eventuell müssten wir da irgendwie hin. Keine Ahnung. So, mal beruhig dich mal, Jack. Hier ist mal eine Tür. Da können wir aber gar nicht drüber. Das heißt, wir werden hier die Leiter runterklettern. So, und was haben wir hier? Gar nichts. Oh, wir müssen darüber, oder? Mann, oh Mann. Also im echten Leben würde ich das nicht mal versuchen. Oh, und sie haben mich gesehen. Au, puh, das war knapp. Alter Schwede. So. Das Blöde ist ja, meine Leertaste ist, funktioniert nicht mehr so toll. Das heißt, nicht jedes Mal, wenn ich sie drücke, springt der auch. Das war gerade eben so der Fall ein bisschen. Hier können wir speichern im Wasserturm. Ich denke mal, die Gelegenheit werden wir auch nutzen. Jo. Und dann schauen wir mal. Wow. Das ist immer, wenn ich lade und speichere, dann zuckt die Maus immer so ein bisschen aus. Und das Bild wird dann so ruckelig kurzzeitig. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Hier ist eine Tür. Beruhig dich. Beruhig dich. Alles in Ordnung. So. Ich denke mal, wir werden einfach mal darunter springen. So. Dann verschaffen wir uns hier mal einen kurzen Überblick. Hier sind Bretter. Das sieht so aus, als ob wir da irgendwie... Ja, als ob die uns da einen Weg gelegt hätten. Das heißt, wir müssen sicher irgendwie über diese Bretter drüber. Allerdings schauen wir erstmal, können wir... hier rein. Ach, na dann nehmen wir den Weg, der ist auf jeden Fall sicherer. So, hier geht's runter. Ich hoffe mal nicht auf die Straße.
Nee, sind wir noch ein bisschen erhöht. So, warte. Oh, die haben mich schon wieder gesehen. Hier ist ja nichts. Da kann ich unmöglich rüber. Da kann ich auch nicht rüber. Hier kann ich. Da ist ein Fenster offen. Schauen wir mal. Ah, ja. Ah, wir sind noch immer voll. Bin ich verletzt eigentlich? Nee, schade. Gut, dann müssen wir den Verbandskasten zurücklassen. Mach sowas ganz ungern. So, hier geht's nicht weiter. Dann haben wir wieder ein zufälligerweise offenes Fenster. Aber ich finde das nett hier. Oh, da unten hat mich gesehen. Ich werde mich da mal ein bisschen hinhocken. Und Jack, beruhig dich mal. Ich glaube, wir müssen jetzt darüber, oder? Kann das sein? Hier auf die... Oh, da unten. Ich will... Ich werde, glaube ich, nochmal... Kann ich da nochmal rein? Bis sich die wieder ein bisschen... Die Aufregung bei denen gelegt hat. Das wäre cool. Das Plattforming ist ja bei Ego-Shootern immer so eine Sache, weil man ja seine Füße nicht sieht und das nie so wirklich abschätzen kann. Aber ich muss sagen, das hier macht wirklich Spaß. Funktioniert auch gut, weil die Abstände sehr großzügig gewählt sind. So, und wir müssen jetzt darüber. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Eieiei, beruhig dich nochmal kurz. Und... Okay, puh. Wo geht's weiter, wo geht's weiter, wo geht's weiter? Da. Ha. Puh. Alter Schwede. So, hier haben wir Munition. Mann, oh Mann. Okay, schauen wir mal, was hier ist. Ich rechne jetzt schon langsam... Ah, ich rechne jetzt schon langsam damit, dass hier Gegner kommen dann. Aber wir haben ja keine Waffe, also können wir uns auch nicht verteidigen. Eieiei. Hallo, Jack. Mackie, have you been tailing me? You could say that. Drop me a line next time you're planning on taking the stealthy approach. I'll watch and take notes. Funny. I don't get it, Maggie. What's your angle on all of this? I already told you. I work for the government. I've got friends at the top. Friends who've invested a lot of time and dough in Innsmouth. They don't want to see their investigation set back by some private op turning up the heat with some mindless caper. If you mean the Burnham boy, they're gonna kill him, Maggie. You know it, and I know it. I can't let that happen. You're not thinking of breaking him out. He's just a punk, Jack. Where's the jailhouse, Mackie? Very well. It's your funeral. The window over there to your left looks over the jail back alley. See you around, Mackie. Okay, da ist wieder dieser Regierungstyp, den Jack scheinbar irgendwie schon länger kennt. Weiß man auch nichts genaueres. Hier ist nichts, okay. Der hat uns jetzt verraten, dass, der einzige Weg, der uns offen steht, auch der Weg zum Gefängnis ist. Hurra! Ja, ich frage mich nur, warum die Regierung, wenn sie schon aufmerksam geworden ist auf dieses Drecksloch, hier nicht mal einrückt mit Militär oder so. Das wäre mal was Nettes. Na gut. Da haben wir wieder einen Abschnitt. Gefängnisausbruch, 8. Februar 1922, frühe Stunden. Jeder in dieser gottverlassenen Stadt ist auf meinen Tod aus. Hinter jeder Ecke lauert irgendein scheußlicher, bemakelter Strolch. Ich konnte sie bis jetzt umgehen, aber die arme Rebecca hatte nicht so viel Glück. Es sieht allmählich hoffnungslos aus. Mackie ist offenbar die einzige Person hier, die mich nicht tot sehen will. Vielleicht, weil er Hintergedanken hat. Er hat Investoren für diese Stadt erwähnt und weiß um den esoterischen Orden. Das weist darauf hin, dass er in diese Sache verwickelt ist. Trotz allem hat er mir gesagt, wo ich Brian Burnham finden kann und stellt keine unmittelbare Gefahr dar. Dennoch macht mich sein Wissen darüber, was in Innsmouth vorgeht, irgendwie nervös. Werde ich paranoid? Nach dem, was ich gesehen und erlebt habe, wie kann ich das wissen? Die Anspannung wirkt sich auf jeden Fall auf meine Nerven aus und ich fange an, Dinge zu hören und zu sehen, die unmöglich real sein können. Ich muss diese Ablenkungen ignorieren, wenn ich das hier überleben will. Meine größte Chance besteht darin, Brian zu finden und ihm zum Ausbruch aus dem Gefängnis zu verhelfen. Doch dafür benötige ich einen Plan. Okay, ich frage mich jetzt nur, wie ihm dieser Brian dabei helfen soll, aus diesem Ganzen hier zu fliehen. Der hat es ja auch nicht wirklich geschafft, aber... Okay, wir schauen einfach mal. So, das hier ist ja jetzt diese Gasse. Hier ist eigentlich eh nur die Leiter, oder? Hier kann ich ja nicht rein. Okay, dann schauen wir einfach mal darauf. Wow. Oh, oh, oh. Da patrouilliert, glaube ich, wieder einer.
oder? Wow, da ist er auch schon. Wow, da leuchtet drauf. Komm, geh weg. Ja, genau. Da war gar nichts. So, ich werde... Ja, ich muss da runterspringen. Das macht... Wow. Kommt er wieder? Nee, oder? Ich muss jetzt hier ein bisschen warten, glaube ich. Denn ich mache ja ein Geräusch. Geht der jetzt oder bleibt er da? Jetzt geht er, oder? Nee, ist noch immer da. Was macht der da so lang? Verpiss dich doch endlich. Oder ist das irgendein Bug? Komm, geh weg. Hier will dich keiner. Okay, wir springen da jetzt einfach mal runter. Ich glaube, er hat mich nicht gehört. Schon wieder so eine komische Vision. Allerdings weiß ich nie, was das für eine Straße ist, die mir das anzeigt. Wow. Okay, da warten wir noch ein bisschen, glaube ich. Oder ich gehe dann mal so hinterher in den Schatten, da dürfte er mich eh nicht sehen, oder? You got anything to report? Nope. We should be out there, Nathan. Helping with the hunt. You have your orders for to stay with the sacrifices. They'll yield us much favor with the order. I think. The chief's always up there napping. Why ain't he out here with us? His time draws nigh. Marge can't shut his eyes properly no more. He'll take to the water. Then it'll be me taking charge around here. Then things will be done different. Now get inside and mind that you don't forget to bolt the door. Okay, whoa, jetzt kommt er wieder her. Oder? Ah nee, der geht da runter. Ah, okay. Puh, das war eigentlich ein ganz interessantes Gespräch. Der Polizeichef dürfte sich scheinbar bald ins Wasser zurückziehen, was auch immer das heißen soll. Also ich weiß es, ein paar andere werden es auch wissen, aber ich möchte natürlich wieder mal nichts verraten. Das ist das Gemeine an diesem Spiel. So. A crowbar. That could come in handy. Oh, unsere erste Waffe? Nee, oder? Tatsache. Yeah. Back here would be a great hiding spot. Ja, okay. Warum sagst du mir das? Whatever. So, nachdem da jetzt der Polizist, glaube ich, reingegangen ist und der Typ gesagt hat, die Tür ist verriegelt, brauchen wir das hier gar nicht probieren. Hier ist irgendwo ein verrückter Insasse. Never. Who's there? I can hear you. Sort with the abominations. Shh. I'm a private detective. My name's Jack Walters. I'm looking for Burnham. Look, fella, I'm Burnham. What the hell is it you want? Why did you knock off the First National and the variety store? What? I'm the manager of First National. Why the blazes would I rob my own store? They haven't even charged me with anything. Look, just clear off before you get me in trouble. If Garrison spots you, he'll scream this joint down. Garrison? Yeah, Henry Garrison. He's the crazy fella in the next cell. Whenever he throws a fit, one of Martin's mob are all over this alley like a rash. Especially tonight. They seem incredibly twitchy. Much more than usual. Huh. Okay, da haben wir Brian Burnham mal gefunden und... Ich weiß nicht, aber irgendwie... Die Tatsache, dass er gesagt hat, dass da hinten ein gutes Versteck ist und die Tatsache, dass mir der jetzt gerade gesagt hat, dass... Der Wahnsinnige immer die Polizisten zusammentrommelt quasi. Das deutet für mich irgendwie darauf hin, dass ich den irgendwie provozieren soll und dann die Polizisten hier rauslocken quasi oder sowas. Wow, das ist mir hier viel zu offen. Oh, da drüben ist da wer. Wow. Ah nee, das ist nur irgend so ein Falter. Puh. Alter Schwede. Ich würde nämlich gern hier irgendwo speichern, wenn das geht. Das hier sieht mir irgendwie so nach so einem Speichereck aus. Könnte... Ah, ja. Puh. Mann, oh Mann. Das ist ganz schön risky, was ich da gerade mache. Da kann ich nicht rein. Gut, ich würde mal sagen, wir speichern hier einfach mal. Und sehen uns dann beim nächsten Mal noch hier in dieser...
Gasse eventuell um, obwohl ich nicht weiß, ob das so klug ist. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass wir die Polizisten rauslocken sollen und dann eventuell sogar erschlagen oder so. Könnte sein, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht genau. Na, wir werden das beim nächsten Mal noch ein bisschen genauer untersuchen, die Gegend hier, und vielleicht ergibt sich's dann von selbst. Bis dann. Ich traue mich nicht so ganz. Oh, wow, nein, komm. Das geht sich aus. Das geht sich nicht aus, ne? Ich häng voll in der Luft. Ich glaube, Jack hält sich gerade mit den Händen an. Ich habe keine Ahnung, was gerade geht. Kann ich da irgendwie noch raufkommen? Das muss sich ausgehen. Nee, komm, Jack, pack dich darauf. Du kannst es schaffen. Oder auch nicht.